9 Uhren, 9 deutsche Uhrenmarken in Summe für weniger als 15.000 Euro. Das wird mein heutiges Video und es wird ein langes Video. Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, ich habe leider noch keine 1000 Abonnenten, das heißt, ich kann keine Livestreams machen. Wenn ihr also Livestreams von mir sehen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da. Aktuell hat nur jeder Vierte, der meine Videos guckt, meinen Kanal auch abonniert und verpasst vielleicht dadurch zukünftige Videos. Wenn ihr das nicht möchtet, lasst gerne ein Abo da und dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich kann vielleicht in Zukunft sogar einmal Livestreams machen. Statt eines Livestreams versuche ich heute einmal eine Premiere. Das heißt, um den Eindruck von live zu erwecken, möchte ich versuchen, das komplette Video weitestgehend ungeschnitten zu machen. Das heißt, es sind vielleicht ein paar Längen drin, vielleicht ein Verhaspler von mir, vielleicht kommt mein Hund mal Hallo sagen oder meine Frau wird wach, was auch immer. Ich lasse es alles drin und dadurch wird das Video etwas länger, bekommt aber einen komplett anderen Charakter als meine anderen Videos. Um was geht es heute? Heute möchte ich euch eine fiktive Sammlung vorstellen oder eine fiktive Sammlungszusammenstellung, die besteht aus 9 Uhren, alles deutsche Uhrenmarken. Und diese 9 Uhren teile ich in 3 Blöcke auf. 3 Uhren gehen bis maximal 1000 Uhren, 1000 Euro, erster Verhaspler, hurra. 3 weitere Uhren gehen bis maximal 2000 Euro und die letzten 3 gehen bis maximal 3000 Euro. Keine Marke soll doppelt vorkommen und innerhalb der einzelnen Kategorien 1000, 2000, 3000 Euro soll sich kein Stil wiederholen und keine Uhr soll der anderen zu ähnlich sein. Dadurch hoffe ich, eine möglichst abwechslungsreiche und bunte Zusammenstellung zu haben und einen kleinen Überblick über das Spektrum deutscher Uhrenmarken geben zu können. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, lasst uns während der Live-Premiere, wenn ich das zum ersten Mal ausstrahle, diskutieren. Schreibt eure Kommentare, schreibt, wie eure abwechslungsreiche 9 Uhren-Sammlung aussehen könnte, was ihr von den Marken haltet, um ein kleines bisschen in den Dialog zu kommen. Das ist der Vorteil so einer Premiere oder auch, wenn ich es irgendwann mal erreiche, des Livestreams. Man kann sich viel direkter austauschen und ich kann auch mitschreiben, ohne dass ich dabei filmen muss. So, das sind die Regeln. Für euch würde ich die Grenze auf deutsche Uhrenmarken aufheben, sodass ihr auch andere Uhrenmarken in eure Zusammenstellung mit reinpacken könnt. Und jetzt geht es auch schon los. Erste Kategorie, 3 Uhren bis 1000 Euro. Als erste Uhr habe ich mir eine Uhr aus dem Hause Ikla ausgesucht. Ikla ist der Hersteller. Die Marke hier ist Limes und ich habe mir ausgesucht die Limes Aviator. Die Limes Aviator habe ich mir deshalb ausgesucht, weil sie eine sehr, sehr moderne Interpretation einer Fliegeruhr ist und die Referenz zum Baumuster Typ A deutlich erkennen lässt und trotzdem eine sehr moderne und frische Variante ist. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Bauhöhe von 9,5 mm. Die Bandanschlussbreite beträgt 20 mm und von Lag zu Lag, also der Abstand von Horn zu Horn, beträgt 51 mm. Und damit ist die Uhr für mich leider an der Grenze bzw. gefühlt auch über die Grenze hinaus dessen, was sich an meinem Arm wohlfühlt und wo ich denke, dass es noch gut aussieht. Sehr schade, denn die Uhr als solche hat mich begeistert und ich finde sie wirklich wunderschön. Das verbaute Werk ist ein Werk von Sellita, ist das SW200-1 und die Uhr hat leider nur 5 bar Wasserdichtigkeit. Ich finde das sehr schade, denn mit mehr wäre die Uhr für mich deutlich alltagstauglicher als nur mit 5 bar, wobei auch das eine Grenze ist, von der ich langsam merke, dass sie bröckelt. Denn in den allermeisten Fällen brauche ich tatsächlich nicht mehr als nur Hände waschen mit meinen Uhren. Auf der Frontseite ist ein planes Saphirglas verbaut und die Rückseite hat ein Mineralglas. Die aufgesetzten arabischen Ziffern, das Top-Dreieck sowie die Zeiger sind poliert.
die kleinen rechteckigen Markierungen und die Zeiger sowie das Dreieck sind mit Leuchtmasse gefüllt und leuchten auch nach meiner Erfahrung ausreichend hell, sodass die Uhr wirklich gut ablesbar ist. Die Uhr hat keine verschraubte Krone, sondern nur eine Krone zum Drücken, was aber bei einer Dresswatch in meinen Augen auch nicht wirklich stört. Ach ja, ich habe hier leider, ich zeige es euch mal, ich habe hier zwei verschiedene Sektionen in meinem Notizheft. Einmal die technischen Daten und dann meine Gedanken dazu, weil ich mein Konzept zum Video später nochmal umgestellt habe. Insofern blätter ich ein kleines bisschen, stört euch da nicht dran. Ein Stichwort noch, in naher Zukunft kommt von mir zu genau dieser Uhr ein Full Review. Dauert so knapp 8 Minuten, da stelle ich die Uhr in Gänze vor und ich bin wirklich begeistert von dieser Uhr. Der aktuelle Preis liegt bei 640 Euro und das ist für mich eine echte Überraschung. Die zweite Uhr, die ich euch heute in der Kategorie bis 1000 Euro gerne zeigen möchte, ist ein Spalter. Nicht die Uhr selber, sondern die Marke im Besonderen. Und zwar ist es die Steinhardt Ocean 2 Premium White. Steinhardt ist wirklich ein Hersteller oder eine Marke, an der sich sehr, sehr viel gerieben wird. Und ich weiß genau, dass ein großer Teil, wenn nicht ungefähr die Hälfte der Uhrensammlergemeinschaft sagt, das ist doch nur ein Copyking, der baut nur Submariner-Klone, hat alles von Rolex abgekupfert. Auch über die Qualität gibt es sehr unterschiedliche Aussagen. Meine persönliche Erfahrung mit Steinhardt ist, dass die Qualität wirklich gut ist, insbesondere auch gut im Verhältnis zum Preis, den Steinhardt aufruft. Und Steinhardt baut wirklich sehr, sehr eigenständige Uhren jenseits dessen, wo man eindeutig die Referenz und das Designvorbild erkennen kann. Ich hatte diverse Steinhardts und bin mit der Qualität eigentlich immer zufrieden gewesen. Ich habe sie nur verkauft, weil mir die Gehäuseform und insbesondere die Form der Hörner nicht gefällt, die relativ gerade absteht und damit auf meinem Arm unbequem sitzt und vor allen Dingen auch in der Gesamtspannbreite zu groß ist, sodass die Hörner irgendwann anfingen überzustehen. Ich mochte das einfach nicht. Ich mag es lieber, wenn die Hörner etwas abgewinkelt sind und sich die Uhr um den Arm schmiegt. Und das ist bei Steinhardt leider nicht der Fall. Ja, die Steinhardt Ocean 2 Premium White hat 43 mm im Durchmesser, also eine durchaus respektabel große Uhr. Hat eine Bauhöhe von 13 mm und eine Anstoßbreite von 22 mm. Steinhardt gibt zwei Werke an, die verbaut sind. Einmal entweder das ETA 2892 oder das Sellita SW 300. Ich gehe davon aus, hier geht es um die Verfügbarkeit, welches Werk gerade da ist und genommen werden kann. Die Uhr hat 30 Bar Wasserdichte. Ich trinke mal einen Schluck, Prost. Also 300 Meter und damit definitiv zum Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln, zu allem geeignet. Das Frontglas, die Rückseite sowie die Lünetteneinlage sind aus Saphirglas. Die Uhr ist ausgestattet mit Super Luminova BGW9 und hat ein in der Preisklasse, wie ich finde, sehr anständiges Stahlband verbaut und applizierte Indizes. Die Krone ist verschraubt, so wie es sich für eine Taucheruhr mittlerweile gehört, wie es Standard ist. Und das Gesamtgewicht einschließlich ungekürzten Stahlbandes beträgt 210 Gramm. Die Uhr wird aktuell zu einem Preis von 680 Euro aufgerufen, was ich auch wieder eine wirkliche Ansage finde. Es ist ein Schweizer Werk verbaut, es ist ein eigenständiges Design. Die Marke als solche zumindest kommt aus Deutschland. Mir gefällt die Uhr sehr, sehr gut und es gibt sie auch in einer schwarzen Variante, aber hier finde ich die weiße auffälliger und für mich persönlich auch ansprechender. So, kommen wir zur letzten Uhr der Kategorie bis 1000 Euro. Und hier geht es um eine Marke, die wirklich für mich eine totale Überraschung war.
Es geht um die Circular Heritage Automatik in Blau. Die Uhr hat aktuell, das heißt im Mai/Juni 2020, einen Listenpreis von 920 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm und eine Gesamtbauhöhe von 11,8 mm. Die Bandanschlussbreite beträgt 20 mm und von Lug to Lug, also der Hornabstand, die Gesamtlänge der Uhr auf dem Arm, beträgt 48,5 mm und ist damit definitiv auch für schmalere Handgelenke gut geeignet. Die Wasserdichtigkeit beträgt 5 Bar, also auch hier keine wirkliche Uhr zum Schwimmen und für den Strandurlaub, wenn man sie nicht abnehmen möchte. Und das verbaute Werk ist tatsächlich etwas Besonderes und hängt ein kleines bisschen mit der Historie von Circular zusammen. Es ist das Werk PUW 1661, PUW Pforzheimer Uhren Rohwerke. Und hier gibt es schon die erste Referenz zum Ursprung der Marke, wo die Uhrenmarke beheimatet ist. Ich erzähle da gleich noch ein kleines bisschen mehr drüber, denn ich fand es wirklich klasse und interessant. Die Uhr ist limitiert auf 499 Stück. Es gibt auch andere Farbvarianten, die auch jeweils limitiert sind. Angesichts der Tatsache, dass Circular nicht sehr bekannt ist und die Limitierung auch nicht so knapp ist, habe ich die Uhr mit aufgenommen, weil ich davon ausgehe, dass die Uhr über einen längeren Zeitraum verfügbar sein wird, sodass ich sie problemlos in dieses Review oder diese Zusammenstellung aufnehmen kann und ich nicht davon ausgehe, dass diese Uhr in Kürze zu knapp oder nicht mehr verfügbar sein wird. Das Ziffernblatt hat einen Sonnenschliff in Blau, der auf den Fotos sehr schön changiert. Ich habe die Uhr selber noch nicht auf dem Tisch gehabt, aber ich freue mich darauf, später im Jahr, gegen Herbst, eine kleine Serie zu Circular starten zu können. Und wenn ihr heute auf die Webseite geht, dann glaube ich, dass ich euch im Herbst Überraschungen präsentieren kann, die heute noch nicht dort zu sehen sind. Ich freue mich da selber drauf und werde euch auch entsprechend informieren, wenn es soweit ist. Die Zeiger sind mit Superluminova C1 ausgefüllt und die applizierten Indizes sowie die Zeiger sind polierter Edelstahl. Die Uhr hat ein Gewicht von 70 Gramm. Tja, was kann ich euch sonst noch über Circular erzählen? Ich finde Circular interessant, weil es eine neu gestartete, traditionsreiche deutsche Uhrenmarke ist. Die Familie Huber hat in der Nähe von Pforzheim, ursprünglich in Pforzheim, jetzt in einen Nachbarort gezogen, Uhren und Schmuck gehandelt. Das startete 1926 und nach dem Krieg 1955 wurde entschieden, nicht nur Uhren zu handeln, sondern auch Uhren herzustellen. Das heißt, seit 1955 gibt es die Uhrenmarke Circular, auch wenn sie in der Quarzkrise Ende der 70er, 80er Jahre die Produktion leider eingestellt hat und die Marke de facto dann verschwunden ist. Ein Sohn der Familie Huber hat jetzt quasi in der dritten Generation im Jahre 2016 die Marke neu aufleben lassen, also eine Renaissance der Marke Circular. Auch wenn die Marke, die heute da ist, eine ganz, ganz junge Präsenz am Uhrenmarkt hat, seit 2016, ist sie dennoch eine Marke mit einer etwas längeren Geschichte und vor allen Dingen, und deswegen zähle ich das auch so, aus der Familie heraus. Also ein Sohn der ehemaligen Inhaber des Uhren- und Schmuckhandels bzw. auch der Uhrenmarke seit 1955 hat heute die Marke Circular neu belebt und es ist in der Familie geblieben und sie bauen in meinen Augen wirklich ansprechende Uhren mit einem eigenen Stil. Das Portfolio wird aber erweitert werden. Ich hoffe, ich darf da aus diesem Nähkästchen plaudern und ich hoffe, Ende des Jahres auch Uhren vorstellen zu können, jenseits dessen, was heute den Stil von Circular ausmacht. Ja, das waren meine drei Uhren bis 1000 Euro. Ich denke, sie sind alle sehr verschieden, sehr interessant
und bilden einen schönen Stock im unteren Preissegment der deutschen Uhrenmarken. Als vierte Uhr geht mein Blick Richtung Westfalen in die Nähe von Hagen. Wer sich auskennt, weiß schon, was jetzt kommt. Erstmal kommt für mich noch ein kleiner Schluck zu trinken. Es geht um Turbi. Turbi ist wirklich eine Uhrenmarke, die mich in einem Punkt total fasziniert, und das ist die Varianz der Gehäusegrößen. Fast alle Uhren, die Turbi anbietet, werden in zwei, die allermeisten sogar in drei verschiedenen Größen angeboten. 40 mm Durchmesser, 43 mm Durchmesser, 45 mm Durchmesser. Es gibt einige Uhren auch mit 42 mm Durchmesser, aber eine große Varianz. Viele Uhren werden sowohl, gerade die Fliegeruhren, werden sowohl mit Automatikwerk und auch mit Handaufzugswerk angeboten. Die Automatikwerkuhren sind dann, haben eine höhere Wasserdichtigkeit, sind auch ein kleines bisschen dicker. Wirklich gut gemacht. Und was mir bei Turbi gut gefällt, sind die verschiedenen Varianten, die Uhr aufzuwerten. Andere Krone, anderes Gehäuse, verschiedene Stufen der Werksveredelung, unterschiedliche Qualitätsstufen des Werkes. Die mögliche Liste der Aufpreise ist lang und kann die Uhr sehr, sehr hochwertig aufwerten. Und wenn ihr mal auf die Webseite geht, ich verlinke euch übrigens alle Seiten unten in der Videobeschreibung, dann seht ihr, dass auch die Werksveredelung mit Hand gemacht ist und sehr aufwendig ist und für Liebhaber dieser Kunst ein echtes Schmuckstück ist. Die Uhr heute geht wieder in die Richtung Dresser. Und zwar habe ich mir die Turbi Art Deco 43 ausgesucht. Die 43 mm, das ist der mittlere Wert gewesen. Auch die gibt es in 40 und 45 mm, also auch für kleinere oder größere Handgelenke. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 9 mm, wenn ich mir das Gehäuse selber anschaue. Das Glas, das Saphirglas, ist sehr stark gewölbt, gerade zum Rand hin, sodass die Uhr, wenn ich das Glas mit einbeziehe, eine Gesamthöhe von 10,4 mm hat. Die Bandanschlussbreite beträgt 22 mm und in der 43 mm Variante, also der mittleren Größe, hat die Uhr eine Horn-zu-Horn-Größe von 50 mm, für mich grenzwertig. Würde ich sie mir holen, würde ich mit Sicherheit auf die 40 mm Variante zurückgreifen. Verbaut ist hier ein Unitas 6498-1 und auch hier in Klammern leider nur 5 Bar Wasserdichtigkeit. Das Ziffernblatt ist aus 925er Silber gefertigt. Und die applizierten Indizes und das Gehäuse geben einen herrlichen Kontrast zu diesem Ziffernblatt. Außergewöhnliches Material, außergewöhnliche Farberscheinung. Und in real, ich habe sie mal sehen dürfen, sieht die Uhr noch einmal ganz anders aus als auf Fotos. Aus dem Unitas-Werk habt ihr schon erkannt, es ist eine Handaufzugsuhr. Und Turbi ist wirklich in meinen Augen eine sehr, sehr interessante Marke und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, denn von den Art Deco Uhren über Taucheruhren, über Fliegeruhren ist es ein sehr, sehr großes Portfolio, was Turbi anbietet, und der Inhaber Erdal Yildiz steht wirklich hinter der Marke und ich habe mit vielen mich ausgetauscht. Der Kontakt muss super nett sein und vor allen Dingen auch der Servicegedanke sehr, sehr groß geschrieben werden. Ich weiß nicht, ob mal eine Turbi bei mir einzieht, aber ich überlege, ob ich nicht mal Kontakt aufnehme und ihn in Hagen besuche, denn die Marke gibt in meinen Augen sehr, sehr viel her und auch für jeden Geschmack lässt sich dort bestimmt etwas finden. Ja, die zweite Uhr in meiner Kategorie bis zweiter, ach, den Preis der Turbi, ja. Undekoriert in der Standardvariante kostet die Turbi Art Deco 43 1.525 Euro. Stand Mai/Juni 2020. Zur zweiten Uhr in meiner Kategorie Uhren bis 2.000 Euro, Marke aus Deutschland.
die fünfte Uhr insgesamt. Hierbei handelt es sich um die LACO Frankfurt GMT. Ich habe mich für die graue Variante entschieden, einfach um ein bisschen Varianz und Flexibilität in meine Uhren zu bekommen, die ich heute vorstellen möchte, in der Farbauswahl. Und ich finde die graue auch interessanter als die einfach schwarze. Diese Uhr hat aktuell einen Listenpreis von 1.650 Euro und wird mit zwei unterschiedlichen Bändern ausgeliefert. Die Uhr wirkt etwas kleiner als sie ist. Sie hat einen Durchmesser von 43 mm und eine Gesamtbauhöhe von 12,5 mm. Die Bandanschlussbreite beträgt 20 mm und der Abstand Horn zu Horn sind 50 mm. Damit für mich persönlich leider wieder etwas grenzwertig. Als Werk verbaut ist ein ETA 2893-2. Und die Uhr hat dankenswerterweise eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern. Das Saphirglas ist doppelt gewölbt und entspiegelt. Die Uhr bringt 100 Gramm auf die Waage, was ein durchschnittliches Gewicht ist. Und aufgrund der Form der Uhr und der Nichtmetallbänder denke ich auch sehr angenehm zu tragen sein wird. Manchmal kann ich meine Schrift nicht lesen, Leute. Es ist echt schlimm mit mir. Schaut mal rein. So sehen meine Notizen aus. Die Hände, die Indizes und auch die Markierung auf der Lünette sind leuchtend mit Super Luminova C3. LACO ist einer der fünf Hersteller, die im Zweiten Weltkrieg die klassischen Baumuster Typ A Fliegeruhren produziert haben und insofern finde ich es nur folgerichtig, dass sie das Design der Fliegeruhren auch weiterentwickeln und eine sehr moderne und frische Variante davon auf den Markt bringen, sodass wir hier mit LACO die erste Marke in meiner kleinen Vorstellung heute haben, die zu den fünf klassischen Fliegeruhren Baumuster Typ A Herstellern gehört. Ich finde das eine extrem moderne, frische und ansprechende Interpretation des Themas Fliegeruhren. Das Einzige, was mich bei der Uhr ein kleines bisschen stört, das ist eine GMT-Funktion, die, ich will nicht sagen nutzlos, aber doppelt gemoppelt ist. Wenn ihr euch die Uhr einmal genau anschaut, sie hat einen GMT-Zeiger und sie hat einen zusätzlichen Drehring. Und der Drehring lässt sich über die Krone auf 2 Uhr bewegen. Wenn der GMT-Zeiger aber wirklich auf 24-Stunden-Basis läuft, dann kann ich ihn über das Uhrwerk verstellen. Und wenn ich die Krone und den Drehring noch zusätzlich verdrehe, habe ich trotzdem nur eine Zeit, weil ich auf dem Ziffernblatt keine zusätzliche 24-Stunden-Anzeige habe. Das heißt, ich kann nur eine GMT-Zeit ablesen, diese aber auf zwei unterschiedliche Arten, Zeigerstellung und Drehringstellung, einstellen. Ich finde es doppelt gemoppelt. Eins von beiden hätte gereicht, wobei ich gestehen muss, dass das Design mit den zwei Kronen natürlich super aussieht. Das passt perfekt und passt sehr gut zu der Uhr, aber von der reinen Funktion her ist es eigentlich überflüssig. Tja, das war das, was ich zur LACO Frankfurt sagen wollte. Meine Preis 1.650 Euro. Meine letzte Uhr in der Preisklasse bis 2000 Euro ist die Mühle SAR Rescue Timer. Ich muss mal ganz kurz gucken, was mein Hund da macht. Komm mal her. Und sitz. Ja, fein. So. Also die Mühle SAR Rescue Timer am Stahlband. Aktueller Listenpreis 1.950 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und ist relativ hoch mit 13,5 mm, was aber aufgrund der Form und der Bauart der Uhr eher sekundär ist, aber dazu komme ich gleich noch. Die Bandanschlussbreite beträgt 20 mm
und die Hörner sind verschraubt. Und das ist einer der zwei Kritikpunkte, die ich habe. Ich hatte sie einmal und sie ist auf beiden Seiten verschraubt. Das heißt, ich muss ein Schraubenzieher auf beiden Seiten ansetzen. Und bei mir waren die Schrauben so dermaßen fest, dass ich Grobmotoriker abgerutscht bin und mir am zweiten Tag bereits einen Kratzer in die Uhr gemacht habe. Und zwar einen richtigen Kratzer mit einem Schraubenzieher über das Horn, so richtig rein und nicht nur so oberflächlich ein kleines bisschen die Struktur verändert, sondern einen mit dem Fingernagel fühlbaren Krater. Ich bin jetzt nicht der geborene Feinmechaniker, aber ich habe mich mächtig geärgert und jede andere Konstruktion hätte ich hier besser gefunden. Die Uhr ist bis 100 bar wasserdicht, 1000 Meter, also schon ziemlich solide gemacht. Und verbaut ist das Sedita SW200-1. Das Saphirglas ist 4 mm dick, richtig solide. Und die Lünette, der Schutz um die Uhr rum, ist aus Kautschuk. Und das Stahlband selber hat auch diese Kautschukeinlagen. Das gibt der Uhr ein sehr markantes Aussehen und nimmt auch etwas vom Gewicht. Die Uhr ist also wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Nachts auch extrem gut ablesbar durch die breiten Zeiger, die auch reichlich mit Leuchtmasse ausgestattet sind. Die Uhr ist nach meinem Dafürhalten wirklich in jeder Situation super ablesbar. Das Ganze ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Mühle diese Uhr entwickelt hat für die Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger und dort mit den Steuerleuten und Kapitänen getestet hat, ob die Uhr in dem harten Alltag auch tatsächlich einsatzfähig ist und nicht stört. Und das Ergebnis ist eine Uhr, die hochgradig wasserdicht ist. Und das ist das, was mir immer wieder einfällt, wenn ich an die Uhr denke. Sie ist ein Hand- und Armschmeichler. Sie ist weich, hat runde Formen, hat keine scharfen Kanten. Man bleibt mit der Uhr so gut wie nie hängen. Es gibt keine Ecke, die wehtut, wo man sich dran stoßen oder kratzen könnte oder einen anderen auf engem Raum vielleicht verletzen, wenn man mit der Hand hantiert. Eine super, super angenehm zu tragende Uhr und wirklich eine Uhr, die ich ganz, ganz oft getragen hätte, wenn zwei Sachen nicht gewesen wären. Die eine hatte ich ja schon erwähnt und die andere ist die innenliegende Lupe und das hat mich massiv gestört. Das dicke Saphirglas hat eine Lupe innen eingeschliffen, was dazu führt, dass man diese Lupe auch nicht entfernen kann. Und sie ist relativ klein, hat einen hohen Vergrößerungsgrad, was dazu führt, dass man, um das Datum ablesen zu können, sehr direkt gerade auf die Uhr drauf schauen muss. Ansonsten kann man das Datum nicht sehen und die Uhrzeitanzeige verzerrt deutlich. Das hat mich irrsinnig genervt und das ist auch der Hauptgrund, weswegen ich die Uhr wieder verkauft habe. Ansonsten finde ich die Uhr genial und ich wollte nicht das Saphirglas tauschen lassen. Zum einen wegen der Kautschuklünette, zum anderen, weil ich denke, dass auch die innenliegende Lupe ein markantes Kennzeichen dieser Uhr ist. Aber es war eben nichts für mich. Wen das nicht stört und wer das Design dieser Uhr mag, wird in dieser Uhr einen ganz, ganz tollen Alltagsbegleiter und vor allen Dingen auch einen robusten Alltagsbegleiter finden. Die Uhr hat verschraubte Krone, klar. Alles andere hätte mich auch massiv gewundert bei dieser Uhr. Und ist, wie ich denke, für nahezu alle Lebenslagen perfekt geeignet, außer vielleicht Smoking und Hochzeiten. Ja, das war also meine zweite Kategorie, Uhren bis 2000 Euro. Kommen wir zur dritten Kategorie, Uhren bis 3000 Euro. Ah, ihr habt gemerkt, ich habe noch keine einzige Sinn genannt, obwohl ich ja nun eine ganz, ganz große Affinität zu Sinn habe und Sinn sehr, sehr gerne mag. Ich habe auch echt lange überlegt, welche Sinn ich denn mit aufnehme. Ist es die 903? Ist es,
ist es die 556, von der ich ja nur mehr als eine habe. Es hätte sehr nahe gelegen, diese zu nehmen. Oder die 103, die ja nun auch eine sehr ikonische SIN ist und eine lange Geschichte hat. Ich habe mich für eine ganz andere Uhr entschieden. Und zwar für ein sehr typisches SIN-Design, eine SIN-Ikone, aber in modernem Gewand. Ich habe mich entschieden, die SIN U50 aufzunehmen. Die SIN U50 liegt aktuell in der Standardvariante, das heißt nur tegmentierte Lünette, kein tegmentiertes Armband, kein tegmentiertes Gehäuse und keine schwarze Hartstoffbeschichtung bei 2170 Euro. Die Uhr hat 41 mm im Durchmesser, baut lediglich 11,5 mm hoch, hat damit also die Bauhöhe von so manchem Dresser, hat eine Bandanschlussbreite von 20 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand habe ich nicht gefunden, aber ich hatte sie an meinem 17 cm Handgelenk und dort trägt sie sich extrem komfortabel und passt sehr gut. Das verbaute Werk ist ein Sliterwerk und hier haben wir die etwas höherwertige Variante mit dem SW300-1. Die Uhr ist bis 500 Meter oder 50 Bar wasserdicht und wiegt ohne Stahlband 74 Gramm. Klar, Saphirglas verbaut, muss ich glaube ich gar nicht großartig erwähnen. Und der Stahl ist wie bei dem großen Bruder, der U1, ein U-Boot-Stahl. Die Zeiger und die Indizes sind selbstverständlich mit Leuchtmasse ausgelegt. Ich habe die Uhr noch nicht im Dunkeln oder über Nacht gesehen, erwarte aber hier eine Leuchtkraft, die ähnlich der U1 ist, das heißt keine Taschenlampe, nicht brutal hell, dafür aber sehr, sehr lange anhaltend und die ganze Nacht problemlos ablesbar. Die Uhr hat eine verschraubte Krone ohne Drückerschutz, dafür an einer Position angebracht, wo der Krone in aller Regel nichts passiert, nämlich auf der 4-Uhr-Position, sodass man hier auch keine Bedenken haben muss, dass ein Kronenschutz fehlt, der auch das Design dieser Uhr wirklich zerstören würde. Ja, was ist mein Eindruck zu der U50? Ich habe die U1, habe auch jetzt gerade eine ähnliche Uhr mit der UX Sansibar am Arm. Wer die U1 kennt und das Gewicht der U1 mag und sich mit der U1 angefreundet hat, wird bei der U50 zunächst einmal denken, es ist eine Kinder- oder Spielzeuguhr. Sie ist viel dünner am Arm, sie ist viel leichter und trägt sich dadurch auch deutlich komfortabler. Egal wie sehr ich die U1 mag, ich muss mich erstmal einen halben Tag an die Uhr gewöhnen, weil sie doch schwer und dick am Arm ist und eine gewisse Kopflastigkeit hat. Alles das gibt es bei der U50 in dieser Form nicht. Die U50 ist sozusagen die zivile Variante des Tauchpanzers U1, um das mal so zu sagen. Viele sagen, es ist eine Uhr, die die Uhr für Frauen attraktiv macht. Ja, das kann vielleicht sein, aber auch für viele Männer, die das Gewicht, die Bauhöhe und die Größe der U1 gescheut haben, werden mit Sicherheit einen Blick auf die U50 werfen. Vom Design einmal abgesehen, diese in Anführungsstrichen Lego-Zeiger und die doch sehr auffallende Optik, die natürlich die dazu geführt hat, dass die U1 eine solche Ikone ist, die werden die U50 mögen und sie ist eine wirklich perfekte Alltagsuhr, gerade weil sie flacher, leichter und etwas kleiner ist. Die achte Uhr, die zweite Uhr in der Kategorie Uhren bis 3000 Euro, deutsche Uhrenmarken, ist eine Uhr, eine Marke, die ich lange überhaupt nicht auf dem Radar hatte und mit der ich auch wirklich gefremdelt habe. Obwohl sie eine Marke ist, die zu den 5 historischen Fliegeruhren Baumuster Typ A Herstellern zählt. Und zwar geht es um Wempe. Wempe habe ich ganz, ganz lange nur als Juwelier und Schmuckhändler und als Kette wahrgenommen. Und als ich dann gesehen habe, dass Wempe auch Uhren baut, habe ich gedacht, na super, jetzt machen die auch noch Uhren. Das kann ja eigentlich nur eine Schmuckuhr sein. Naja, man kann auch schon mit seiner Einschätzung komplett falsch liegen, aber das kennt ihr sicherlich alle. Ich habe mir ausgesucht für meine Zusammenstellung heute die Wempe Zeitmeister Classic
Mondphase, Vollkalender. Einmal von allem bitte. Einmal mit alles. Die Uhr wird aktuell angeboten zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 2.500 Euro. Und so wie alle Chronometerwerke-Modelle, also die Wempe-Reihe Chronometerwerke und auch die Modelllinie Zeitmeister, ist diese Uhr mit einem Chronometerwerk ausgestattet. Die Chronometer-Zertifizierung findet bei Wempe, klar, Wempe ist Mitgründer der Sternwarte Glashütte, in der Sternwarte in Glashütte statt. Die Uhr hat ein komplett poliertes Gehäuse und einen Durchmesser von 42 mm. Aufgrund der vielen verbauten Komplikationen muss die Uhr naturgemäß ein klein wenig höher bauen und das tut sie auch mit 14,1 mm. Die Bandanstoßbreite habe ich leider nicht gefunden und hier mag ich auch nicht spekulieren, denn bei 42 mm würden sowohl 20 als auch 22 mm passen. Insofern kann ich euch dieses Datum, diese Zahl leider nicht liefern, ebenso wenig die Hornabstandsbreite Lug to Lug. Das Werk ist verbaut das ETA 2892-A2 und die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 5 bar. Verbaut ist selbstverständlich ein Saphirglas und die Indizes sind appliziert, die Zeiger poliert, passend zum Gehäuse. Zu dieser Uhr gibt es auch eine Variante mit weißem Ziffernblatt. Bei der fand ich aber, dass der Kontrast zu den Zeigern nicht so hoch ist. Sie sieht ein bisschen edler aus. Sie ist noch mehr eine Uhr für gute Anlässe, eine gute Uhr. Aber aufgrund des etwas reduzierten Kontrastes zwischen Ziffernblatt und Zeigern nicht so gut ablesbar. Tja, also nochmal, um das zu sagen, Wempe ist wirklich eine renommierte Uhrenmarke, baut qualitativ hochwertige Uhren mit einer eigenen Designsprache, erkennbar und trotzdem überlagert für mich persönlich der Charakter des Uhren, des Schmuck- und Uhrenhandels ein klein wenig die Eigenschaft des Uhrenherstellers. Es fällt mir nach wie vor schwer, von Wempe als Uhrenhersteller zu denken und nicht als Schmuckhändler. Damit werde ich den Uhren nicht gerecht, ich weiß das. Aber ich kann da nur ganz schwer über meinen Schatten springen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst diese Uhr ausgewählt, weil ich nicht durch ein gefühltes Vorurteil eine Marke ausgrenzen wollte. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, klar, in allererster Linie Uhrenhersteller, die auch Schmuck verkaufen, oder ihr sagt, das ist total egal, solange die Uhr gut ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, lasst uns darüber reden, wie ihr darüber denkt. Denn, wie gesagt, ich persönlich hatte da so ein klein wenig meine Probleme mit. So, kommen wir zur letzten Uhr meiner heutigen Zusammenstellung und die dritte Uhr im Preissegment bis 3.000 Euro. Hier gehen wir ganz hart an die, habe ich gesagt, Wempe kostet 2,5? Ja, habe ich gesagt, na ja. Mit der Damasco DC66 gehen wir ganz hart an die 3.000 Euro Grenze, weil ich das in meinen Augen genial gemachte Stahlband dazu gepackt habe. Die Uhr kostet ohne Stahlband 2.260 Euro, das Stahlband selber kostet richtig Geld und mit Stahlband kostet die Uhr 2.890 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, wenn ich das reine Uhrengehäuse betrachte. Einschließlich der Drehlünette hat die Uhr eine Breite von 43,8 mm. Die Uhr ist relativ hoch mit 13,9 mm und hat einen Bandanstoß von 22 mm. Als Werk verbaut ist das ETA Valjoux 7750 in der Top-Ausführung und die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht. Verbaut ist selbstverständlich ein entspiegeltes Saphirglas und die Uhr hat ohne Band ein Gewicht von 103 Gramm. Was bei dieser Uhr besonders ist und auch eines der typischen Merkmale für Damasco ist,
Die Uhr hat ein eisgehärtetes Gehäuse, das heißt, das komplette Gehäuse ist durchgehärtet. Damasco gibt als Tiefe an 30 μm, also nicht nur eine Oberflächenhärtung, sondern in eine gewisse Tiefe durch das Eindiffundieren von Kohlenstoffstahl in das Metallgitter wird das Material fester, ohne rostanfälliger zu werden. Ich gehe fest davon aus, dass es hier ein ähnliches Verfahren ist, wie das, was Sinn macht. Sinn nennt es Tegimentieren, was wohl dem Kolsterisieren entspricht. Damasco nennt es Eishärten. Ich bin kein Metallverarbeiter. Wenn es jemand sieht und sagen kann, ob es das Gleiche ist oder was komplett anderes, schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich bin da ganz neugierig zu erfahren, ob es das Gleiche ist oder hier ein wirklicher Unterschied besteht. Die Drehlünette dieser Uhr kann man mit zwei verschiedenen Varianten wählen. Einmal beschriftet mit den Ziffern von 1 bis 11, sodass man hier eine zweite Zeitzone einstellen könnte, oder von 5 bis 55 in der klassischen Zeitmessvariante. Die Uhr ist in beide Richtungen drehbar, also die Lünette ist in beide Richtungen drehbar, insofern nicht unmittelbar als Taucheruhr geeignet, auch wenn sie die 5 bis 55 Minuten Zähloption einer Taucheruhr anbietet. Die Krone ist verschraubt und somit auch für härtere Einsätze gesichert. Das Stahlband, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, ist von Damasco selber entwickelt. Es hat relativ lange gedauert, bis Damasco ein Stahlband angeboten hat. Und ich finde dieses Stahlband super. Es ist extrem aufwendig gemacht. Es sind ganz, ganz kleine Lieder. Man kann es, glaube ich, sehr gut einstellen. Die Schließe ist versteckt. Ich finde das Band richtig, richtig, richtig klasse. Wenn man es einzeln nachkauft, hat es einen Preis von 650 €. Was natürlich schon eine brutale Ansage ist. Das ist also mehr als das Doppelte, als was Sinn zum Beispiel aufruft. Ich habe es noch nicht ausgiebig live betrachten können. Ich weiß also nicht, ob es wirklich auch den doppelten Preis wert ist. Es ist auf jeden Fall ein super Stahlband und ich freue mich drauf, es zum ersten Mal länger betrachten zu können, zum ersten Mal ein längeres Review darüber machen zu können. Wenn es soweit ist, dann halte ich euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden. Ja, das waren also meine 9 Uhren, deutsche Uhrenhersteller. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht wirklich live war, sondern nur live on tape und wir uns hoffentlich rege ausgetauscht haben, freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal einen echten Live-Chat machen und ein echtes Live-Streaming, wenn ihr mir geholfen habt, über 1000 Abos zu kommen. Und dann können wir uns unmittelbar austauschen und ich kann auch im Stream auf Kommentare eingehen und der Austausch wird noch direkter und interessanter. Lasst gerne eure Kommentare da, ob ihr sowas in der Art mögt, ob ich das nochmal machen soll und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Axel.